Ja, liebe LASK-Fans, liebe Unterstützer von seit 1908, ich darf euch sehr herzlich begrüßen zu Reini trifft Folge 19, heute mit Fürst Georg Starnberg. Wir sind bei ihm zu Gast im Schloss in Eferding. Sage ich mal herzlichen Dank für die Einladung und danke, dass wir dieses Interview heute führen dürfen. Gerne, sehr gerne, freue mich, dass ihr da seid und bin schon ganz gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt, ihr dürft auch sehr gespannt sein, was von unserem Fürsten zum LASK alles kommen wird, und zu ihm persönlich werden wir natürlich einige Fragen stellen. Für alle LASK-Anhänger, die Sie vielleicht nicht kennen oder manche, die Sie vielleicht nur so am Rande kennen, möchte ich Ihnen kurz die Möglichkeit geben, sich einmal persönlich vorzustellen und einfach einmal sagen, wer ist der Fürst Georg Starnberg? Vielleicht sollte ich mal gleich einmal damit beginnen, dass diese Titel in Österreich ja nicht verwendet werden dürfen. Also ich bin der Georg Starnberg, großer LASK-Fan. Natürlich, historisch bedingt, werden diese Titel immer wieder verwendet. Mhm. Aber ich möchte das richtig stellen. Ja, ich bin jetzt 62 Jahre alt, bin verheiratet, habe 4 Kinder. Das 6. Enkelkind ist unterwegs, macht eine Riesenfreude. Gratuliere. Bin in Kärnten aufgewachsen, war dann in Wien, Salzburg zur Ausbildung, habe in Deutschland gearbeitet, dann Spanien, Südamerika. Und jetzt bin ich schon seit 1993 hier in Oberösterreich, hier in Eferding und verantwortlich für einen Familienbetrieb. Okay, das führt mich gleich zur entscheidenden Frage. Sie haben es schon angedeutet, aus dem Süden Österreichs, sprich aus Kärnten. Wie hat es den Kärntner Georg Starnberg da nach Eferding, nach Oberösterreich verschlagen und wie wird der Kärntner dann plötzlich zum LASK-Fan? Ja, ist eine berechtigte Frage, ist auch eine gute Frage. Ja, ich bin in Kärnten aufgewachsen, ich habe dort eine wunderbare Jugend erlebt, ich habe am Land gelebt, habe viel Sport betrieben, bin meinen Eltern unendlich dankbar für dieses unbeschwerte, schöne Leben. Und mein Onkel, der zur damaligen Zeit Chef der Familie war, hatte keine Kinder, ich war der Älteste der nächsten Generation und dann hat sich irgendwann so entwickelt, dass ich sein Nachfolger werden darf und dann am Ende hier in Oberösterreich gelandet bin, über Umwege, die ich vorher schon beschrieben habe. Mhm. Und der LASK-Fan ist noch interessant, also so sind Sie nach Eferding, nach Oberösterreich gekommen? Genau, der LASK-Fan ist relativ einfach, ich bin sportinteressiert, ich habe immer Sport gemacht, ich sitze jetzt nicht stundenlang vor dem Fernseher, um Sport zu sehen, aber ich habe es gemacht, es hat mich interessiert und so waren in Klagenfurt ein paar Vereine in der obersten Liga und der LASK war ein Teil dieser Liga, der LASK war bekannt, der LASK war eine Institution schon zur damaligen Zeit, war mir also total bewusst und war mir immer sympathisch. Mhm. Aber natürlich ist man als Kärntner nicht automatisch LASK-Fan, ist eh klar. Da ist man vielleicht Eishockey-Fan oder? Total, ich bin glühender, es tut mir leid für die Black Wings, die großartig sind und große Leistungen erbringen und gerade wieder gut drauf sein, aber ich bin natürlich ein glühender Fan des KAC. Der Rotjacken, bin mit denen groß geworden. Mein bester Freund war Tommy Ziehan, Kapitän der Rotjacken, Kapitän der Nationalmannschaft. Bin mit ihm in der Schulbank gesessen, viele Jahre. Ja, und erst wie ich dann nach Oberösterreich gekommen bin, wie ich nach Eferding gekommen bin, bin ich heute halt am Sportplatz gegangen. Und wo geht man am Sportplatz in Oberösterreich? Natürlich zum LASK. Wen nimmt man mit? Seine Kinder, seine Buben, seine Mädeln. Na, und plötzlich hat sich Interesse, hat sich Begeisterung, hat sich eine LASK-Stimmung auch in der Familie ergeben und sind wir plötzlich Fans geworden. Sind im Familiensektor gesessen mit den kleinen Kindern, haben rübergeschaut auf die eigentlichen großen LASK-Fans mit ihren Fans, mit ihren Gesängen, mit ihren Choreografien. Und das war ansteckend und ich bin ein Infizierter geblieben. Okay, na hervorragend. Nur mal ganz kurz zu Ihrer Jugend in Kärnten zurück. Ich habe gehört, dass Sie ein sehr, sehr erfolgreicher Skirennläufer waren im Jugendbereich. Und dass es da auch ein bisschen eine Freundschaft mit einem nicht ganz unbekannten österreichischen Skifahrer an Sie gibt. Ja. Könnten Sie dazu kurz einmal was sagen? Sie war ein Skirennläufer und es ist eigentlich ganz gut gegangen. Ich habe doch immer wieder was gewonnen und hatte sehr gute Freunde in dieser Zeit, sehr gute Spätzeln. Der eine war der Wolfram Ortner, der vielleicht einigen noch bekannt ist, der andere war der Klausi Klammer. Und natürlich habe ich auch seinen Bruder Franz, der viel älter und viel besser war natürlich als wir alle, gekannt.
Habt den Franz Klammer auch immer wieder besiegt, aber nicht im Skifahren, sondern im Tennis. Ja, immerhin. Da habe ich ein Foto mit ihm, da war ich, glaube ich, Kärntner Landescup-Sieger im Skifahren. Ja, es war eine gute Zeit. Ich war aber auch Tennisspieler, habe Turniere gespielt, ich war Kicker, habe Fußball gespielt und wie ich es ja vorher schon gesagt habe, eine gute sportliche Zeit. Eishockey war ich nicht so erfolgreich. Okay, aber in welche Disziplin sind Sie da im Skirennsport gefahren? Damals hat es kein Super-G noch gegeben. Mhm. Wir hatten die drei klassischen Disziplinen, Slalom, Riesental auf Abfahrt. Interessanterweise bin ich am liebsten Slalom gefahren, aber am besten war ich in der Abfahrt wahrscheinlich wegen meinem Gewicht. Okay. Naja. Ist so. Ist ja absolut legitim. Also demzufolge müsste ich auch ein guter Abfahrer sein. Ja, probieren wir es. Es hat nicht geschneitet. Ja. Eben, können wir schon wieder probieren. So, jetzt sind Sie da verwalten das Erbe der Familie Starnberg, als Georg Starnberg. Wie schaut da der Alltag aus? Was machen Sie da genau? Wie schaut dieses Verwalten aus? Und ich habe auch gehört, dass Sie auch noch bei anderen Firmen tätig sind. Und wenn Sie dazu kurz einmal was sagen können. Es ist ein Familienbetrieb. Ein Familienprojekt mit Schwerpunkt Forstwirtschaft, ein bisschen Landwirtschaft. Natürlich, was dazugehört, ist Fischerei und Jagd und natürlich eine ganze Reihe von historischen Gebäuden, Schlössern, Ruinen, die man in Schuss zu halten hat. Darum kümmere ich mich. Es gibt auch Interessen im Ausland und ich bin immer wieder gebeten, mal da, mal dort in einem Aufsichtsrat oder einem Stiftungsrat dabei zu sein. Und so gut als möglich mache ich das. Basis meines Wirkens, vor allem für andere, ist ein Grundvertrauen und mein Alltag ist, dass ich in der Regel ohne Wecker, egal welcher Tag im Jahr, zwischen 5:30 und 6 aufwache, dass ich ungefähr um 7 Uhr beginne und wie ihr gerade erlebt habt, meine Frau ist ja gerade da gewesen, irgendwann um 7 am Abend nach Hause kommen. Natürlich mache ich eine Mittagspause und kann es mir einteilen, weil ich ja frei bin. Ja. Ich kann mir meine Tätigkeiten, meine Arbeitszeit einteilen. Und da bin ich auch samstags und sonntags immer wieder im Dienst. Sofern es dann nicht auf Kosten der Familie geht. So eine kurze Zwischenfrage, geht man da auch so wie die meisten anderen mit 65 in Pension oder macht man das länger? Bin noch nicht 65. Na, wenn es dann soweit wäre. Nein, natürlich, irgendwann wird man dankbar sein, wenn die Jungen nachkommen, das zeichnet sich auch ab, und dann wird man seine Haupttätigkeit wahrscheinlich verlagern, das Familieninterne werden vielleicht die Jungen machen, vielleicht kann ich dann ein paar externe Dinge noch weitermachen oder intensiver betreiben. Mhm. Viele ehrenamtliche Engagements machen Sie auch, unter anderem sind Sie, glaube ich, Obmann von der Gedenkstätte Hartheim. Stimmt das? Ich war viele, viele Jahre Obmann des Lern- und Gedenkortes Schloss Hartheim. Ich bin seit Ewigkeiten im Vorstand immer noch. Und irgendwie, wir haben uns das ja nicht ausgemacht, bin ich dankbar für die Frage und kriege auch vor Rührung ein bisschen Gänsehaut, weil das eine der wohl wichtigsten Aufgaben ist, die man überhaupt haben kann. Wer die Geschichte von Hartheim kennt, weiß, was sich dort getan hat, welche Gräuel dort stattgefunden haben. Und an diesem Ort tätig sein zu dürfen, in einem Haus, was früher mal der Familie gehört hat und dann sozusagen auf ganz grausame Weise verwendet wurde, dort tätig zu sein, mit großer, breiter Unterstützung tätig sein zu dürfen und einen Lern- und Gedenkort kreieren zu können, wo es um die wirklich wesentlichen Fragen geht und auch die Frage Wert des Lebens. Das erfüllt einen und macht. Bin ich dankbar, ich eigentlich, obwohl es viel Arbeit war und viel Arbeit ist, es macht mich dankbar. Und ich habe dort sehr, 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 sehr gute Freundschaften entwickelt. Ja, gerade in der aktuellen Zeit sieht man, wie wichtig sowas ist. Wenn wir wieder Kriege vor unserer Haustüre haben, sollte man natürlich da ein besonderes Augenmerk drauf legen. Ja, dass sowas wir haben nicht nur Kriege, wir haben viele Flüchtlingsströme, wir haben ältere Menschen, die unter Druck geraten. Ja, es gibt viele Herausforderungen, es gibt viel zum Nachdenken und an dem Ort wird das getan. Ja, super. Dann Spanien, ja. Ein, glaube ich, besonderes Land für Sie. Könnten Sie da vielleicht ausholen, was verbindet den Georg Starnberg mit Spanien? Ja, ich muss sogar etwas weiter ausholen, versuche es kurz zu machen. Mein Vorfahre, mein Onkel, musste mit seinem Vater ins Exil,
also wie der Hitler einmarschiert ist nach Österreich, ist er aus bestimmten Gründen ins Exil gegangen mit seinem Vater, ist dann in Südamerika gelandet, hat lange in Südamerika gelebt und auf seinem Rückweg nach Österreich ab 55, 56 ist er zwar nach Österreich gekommen, hat sich hier gekümmert und engagiert, aber er hat sich in der spanisch sprechenden Welt wohler gefühlt und so ist ein Spanienbezug entstanden, Spanien-Südamerika-Bezug für die Familie entstanden. Er hat mich dann auch irgendwann nach Spanien geholt. Ich habe dann in Spanien für ihn gearbeitet, für die Familie gearbeitet, auch in Südamerika, das habe ich am Anfang schon gesagt. Das ist meine Verbindung und dann, was sich daraus ergeben hat, ist wohl das Schönste und Wichtigste für mich. Ja, ich habe dort meine Frau kennengelernt, obwohl sie Österreicherin ist, habe ich sie in Spanien kennengelernt. Okay. Habe sie geheiratet, alle miteinander natürlich einen starken Spanienbezug, auch die Kinder haben einen Spanienbezug, alle sprechen Spanisch. Mhm. Zwei sind jetzt gerade auch sogar etwas mehr in Spanien, haben dort mehr zu tun. Also das funktioniert, meine Schwiegermutter lebt dort, meine Schwägerinnen leben dort zum Teil. Also viel Kontakt, viel Austausch und sehr starke Beziehung. Ja, vielleicht bietet sich da die Frage dann auch an. Der LASK hat ja mal ein Spiel gegen die Königlichen aus Madrid gehabt. Und naja, sie kommen aus einem Adelsgeschlecht, die Königlichen, aufgrund vom Namen schon, ja. Weil sie ja die Königlichen sind. Hat es da irgendeine Verbindung gegeben, dass dieses Testspiel, was jetzt glaube ich über 15 Jahre her ist, haben Sie damit was zu tun gehabt, dass der LASK gegen das Weiße Ballett antreten darf? Ich habe ein paar Jahre in Spanien gelebt. Ich habe unweit vom Bernabeu-Stadion gelebt. Meine Schwiegermutter lebt unmittelbar daneben. Das ist ein paar Schritte. Ist auch ihre Parkplätze sind jeden zweiten Sonntag zugeparkt, weil wieder ein Fußballspiel ist. Natürlich bin ich ein Fan von Real Madrid. War ich oft im Stadion, habe in dem Stadion auch den Toni Polster kennengelernt, aber es ist eine eigene Geschichte. Und da ist eine Nähe da. Und ja, wie es darum ging, zum 100-jährigen Jubiläum eine große Mannschaft herzuholen, möglichst Real Madrid, dann habe auch ich meine Kontakte genützt zu Real Madrid und es ist da ein Kontakt entstanden und alles Weitere hat sich dann auch noch ergeben, weil sie ja auch immer wieder in Österreich auf Trainingslager waren. Aber letztendlich, summa summarum, waren es da und das war ein absoluter Höhepunkt. Ja, natürlich für alle LASK-Fans, die damals dabei waren, aber das bleibt es bis heute in Erinnerung, ganz, ganz klar. Sie begleiten ja, wir haben vorher schon gesprochen über dieses Thema, Sie begleiten das Präsidentenamt des Ehrenpräsidenten des LASK, stimmt das? Ich weiß nicht, ob das ein Präsidentenamt ist, aber aufgrund meiner Bemühungen um den LASK in schwierigen Situationen, in Krisensituationen über viele Jahre und auch sehr, sehr intensiv, hat man mich vom Verein zum Ehrenpräsidenten ernannt und ich nehme an, das ist etwas, was man aufs Lebenszeit tut. Ich wüsste jetzt nicht, dass das mir aberkannt wurde, also nehme ich an, dass es noch gilt. Ja, wir hoffen es, dass es nicht aberkannt wurde. Wahrscheinlich wird es auch noch gelten. Ja, und im Zuge dessen, ich glaube, dieses Amt haben Sie ja bekommen in der Zeit der Reichel-Ära, oder? Und dann kam es ja zum Abschied von Peter Michael Reichel. 17 Freunde waren das damals, eben bekannt unter die Freunde des LASK. Einer von den 17 waren ja Sie. Kurz vor Weihnachten 2013 war diese ominöse Sitzung, wo die Freunde dann mit Peter Michael Reichel, glaube ich, beieinander gesessen sind, in Urfa, beim Rathaus in der Nähe war das, in Linz. Und dort wurde dann frohkundig verkündet, dass Peter Michael Reichel Geschichte ist, dass er nicht mehr Präsident des LASK ist und dass die Gruppe rund um Holzsee, glaube ich, hat er geheißen, den LASK übernommen hat und Sie waren einer davon. Können Sie da Ihre Eindrücke mal schildern, wie das damals war? Wie hat sich das zugetragen? Ich möchte vorher noch eins ergänzen zur vorherigen Frage. Ich wollte beim LASK, obwohl ich immer wieder gebeten wurde, ins Präsidium zu gehen, ich wollte dann nicht Präsident sein oder Vizepräsident oder irgendeine Rolle einnehmen. Und deswegen, das war auch einer der Gründe, weil sie mich irgendwie da aufscheinen lassen haben wollten, dass sie mich zum Ehrenpräsidenten gemacht haben. Ich habe viele andere Funktionen gehabt, also über die Jahre.
von Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, Marketingkomitee und so weiter und so weiter. Aber ich war vor allem immer da, wo ich gebraucht wurde und habe mich halt eingesetzt, wie man es von mir gewünscht hat und wie es dem LASP hoffentlich auch in dieser Phase geholfen hat. Ja, und 2013, wenn ich ganz ehrlich bin, mich jetzt minutiös an alles zu erinnern und an jeden Tag zu erinnern und an die Entwicklungen zu erinnern, an die Höhen und Tiefen dieser Zeit zu erinnern, das weiß ich heute gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich bei dieser Sitzung kurz vor Weihnachten gar nicht im Lande war. Ich war im Ausland und war dann nicht dabei. Ich habe es natürlich berichtet bekommen. Aber ich kann Ihnen schon sagen, die Tage davor, die Wochen davor waren sehr, sehr schwierig. Das war wirklich, wirklich schwierig. Da hat man viel gelitten mit dem LASP und beim LASP und hat alle Hebel irgendwie versucht in Bewegung zu setzen, dass der LASP eben weiter LASP bleibt kann und sich halt Gruppierungen finden, Menschen finden, die in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, die sich in einer sehr, sehr schwierigen Zeit hinter ihnen stellen. In dieser Zeit oder nach der Übernahme hat es dann eine Gründung eines LASK-Fanclubs gegeben, der hat sich LASKler-Fanclub genannt. Der Walter Entholzer war da der erste Obmann und ich glaube, Sie und der Walter haben ja diesen Fanclub gegründet. Soll auch schöne Grüße vom Walter ausrichten und sage auch an dieser Stelle herzlichen Dank, weil der war auch mitverantwortlich, dass das heute zustande gekommen ist. Die Intention dieser Gründung dieses Fanclubs, Sie und der Walter Entholzer. Ich glaube, das eine war, dass sich rund um den LASK Freunde des LASK entwickelt haben. Ja, dass da wirklich Leute Verantwortung übernommen haben, dass sie Gesellschaftsanteile übernommen haben, dass sie für den LASK eingestanden sind und dass sie sozusagen wirklich neu beginnen mussten, begonnen haben und das in einem großen Zusammenhalt und ohne zu wissen, was daraus werden wird. Ja. Das war einmal der eine Bereich und der andere Bereich. Das hat sich vor allem darum hat sich vor allem der Walter Entholzer gekümmert, war sozusagen Stimmung in dieser schwierigen Phase, ja, Stimmung zu erzeugen, eine breitere, gute Stimmung rund um den LASK zu erzeugen. Da hat halt einen Fanclub gegründet, um Leute, die er kannte oder die man kannte, sozusagen dem LASK in der schwierigen Zeit näher zu bringen. Ja. Und auch näher zu bringen und zu bitten, dass sie fördern, dass sie unterstützen und dass sie für den LASK halt natürlich in bescheidener Art und Weise, aber doch immerhin Beiträge geleistet haben, die vor allem, glaube ich, in der Förderung der Jugendarbeit gemündet sind. Und da haben wir Sie auch beim Sommerfest der LASKler das Schloss da in Eferding zur Verfügung gestellt bei den Sommerfesten. Was sind denn da Ihre Erinnerungen an diese Feste? Ich hab nur gute Erinnerungen an diese Feste, nicht nur, weil sie hier stattgefunden haben und weil so viele mitgemacht haben, weil man meistens Glück hat mit dem Wetter, mit der Stimmung, mit der Musik und so weiter. Das Schöne daran war, dass man den Eindruck hatte, alle versammeln sich jetzt wieder hinter dem LASK, ob Spieler, ob Trainer, ob Fans, ob Fanclubvertreter, ob Sponsoren, ob Politik, alle waren da und es war so ein richtig, richtig positiver Geist und mit jedem Mal aufs Neue hat man das Glück gehabt, es wird was und letztendlich sind wir alle strahlend hier, ja, es ist was geworden. Hat sich ein großer Drive sozusagen entwickelt. Weil durch viele Aktivitäten, durch viele Aktionen und natürlich auch ganz wesentlich durch die Gesellschafter beim LASK, die wirklich Unglaubliches geleistet haben. Und am Ende war ich ja nicht mehr dabei. Eine ganz interessante Anekdote habe ich auch von Walter Entholzer gehört. Es hat ja in Eferding auch ein Fußballspiel des Öfteren gegeben. Das war Politik gegen Presse mit bekannten Fußballern. Haben Sie erstens da selber mitgespielt bei Politik gegen Presse? Auf welcher Seite waren Sie dann? Waren Sie der Politiker oder waren Sie der Journalist? Ja. Und unter anderem war da einmal der Toni Polster zu Gast. Und zu dem haben wir vorher schon aus Spanien gehört oder aus Madrid gehört. Irgendeine besondere Beziehung. Was hat der Georg Starnberg mit Toni Polster zu tun? Und bei Politik gegen Presse, auf welcher Seite waren Sie aktiv? Nein, das haben wir nicht erfunden hier in Eferding, sondern es ist der sogenannte Rudolf Trauner Freundschaftscup, den es seit Ewigkeiten gibt. Und vor Jahrzehnten schon haben wir den hier nach Eferding geholt, weil sie keine Heimstätte mehr hatten.
das ist ja vom Senior-Drama gegründet worden schon. Ja. Und dann hat man dieses Spiel der oberösterreichischen Journalisten gegen die oberösterreichischen Politiker hier in Evering abgehalten. Und danach kamen alle hier ins Schloss zum gemeinsamen Essen und Feiern. Ich war immer eingeladen, bei den Politikern mitzuspielen und nicht bei den Journalisten. Und habe da viel Positives, viel Lustiges in der Zeit erlebt, auch viel Ehrgeiz und dann auch wieder viel Friede, weil wenn es zu ehrgeizig wurde und zu laut, dann hat man sich da wieder versöhnt und geschaut, dass es unentschieden ausgeht. Aber rote Karten hat es keine gegeben. Ich weiß, ich will mich gar nicht daran erinnern. Ich glaube nicht, dass es rote Karten gibt, aber die eine oder andere Diskussion hat es schon gegeben. Ob der Toni Polster mitgespielt hat, kann ich mich gar nicht erinnern. Vielleicht war er mal dabei, aber wer sicher mitgespielt hat, war der Werner Gregoritsch und der Klaus Lindenberger. Der eine auf der einen Seite und der andere auf der anderen Seite. An das Spiel kann ich mich genau erinnern, weil es war ein hitziges. Der Werner Gregoritsch ist ja eher der Offensiv. Ich weiß es jetzt gar nicht, was war der zu seiner aktiven Zeit? War der offensiv, war der defensiv? Und der wird ja dann am Klaus Lindenberger verzweifelt sein, oder? Die sind aneinander verzweifelt, ob der Gregoritsch offensiv oder defensiv war, weiß ich nicht. Er war ein Original. Wir haben sehr viel Spaß gehabt mit ihm. Und das kann ich jetzt so nicht beantworten. Lass ihn aber schön grüßen. Perfekt, den lassen wir natürlich schön gegrüßt sein. Denn Gregal, Sie selber spielen ja auch Fußball, haben wir jetzt des Öfteren schon gehört. Wo fühlen Sie sich wohler, in der Offensive oder in der Defensive oder im zentralen Mittelfeld oder vielleicht sogar als Tormann? Nein, überhaupt nicht. Ich habe wirklich intensiv Fußball gespielt, gern Fußball gespielt. Ich habe bis vor wenigen Jahren auch hier in einer Idealistenmeisterschaft noch Fußball gespielt mit den Jungsenioren. Naja, so jung waren sie auch nicht mehr, aber Jungsenioren im Everinger Raum. Ich war immer seit meiner Kindheit oder Jugend, wo ich mich erinnern kann, war ich ein offensiver Mittelfeldspieler. Ich glaube, das ist auch die lässigste Position, weil du hast nach hinten keine Verpflichtung, du hast nach vorne auch keine Verpflichtung. Du darfst gestalten, du darfst zuspielen und ich bin ein absoluter Teamplayer grundsätzlich und diese Rolle ja so aus der Mitte heraus dem anderen zu dienen, Vorlagen zu schenken, Flanken zu schießen und zuzuschauen, wie er dann schöne Tore macht, das macht mir Freude, hat mich erfüllt, war eine gute Zeit und weil wir vorher den Toni Polster angesprochen haben, da war er glaube ich nicht dabei in Evering, aber ich durfte aus Freundschaft mit ihm, und das wird Sie wahrscheinlich noch interessieren, warum es diese Freundschaft überhaupt gibt, dürfte ich bei den Austria-Legenden mitspielen. Mit den ganz großen bekannten Persönlichkeiten, die heute wahrscheinlich nicht mehr alle kennen. Ein Gasserich, ja, Baumeister, Okris, da waren sogar zwei Okrisse und natürlich Toni Polster und so weiter. Okay, dann wissen wir das jetzt auch, wie die Verbindung zum Toni ist. Ja, das war nicht der Grund, ja. Okay. Aber das sprengt wahrscheinlich den Rahmen jetzt. Probieren wir es ganz kurz zu halten. Schwierig. Im Bernabeu-Stadion. Ja. Er war in Spanien, war schon ein Torschützenkönig in Spanien und kommt nach Madrid. Ja. Und wir haben uns gesagt, 5 Österreicher, da gehen wir hin, das schauen wir uns an. Unsere Mannschaft gegen FC Sevilla mit dem Toni Polster und ja, dann ist das Spiel gelaufen und er schießt das 1-0 und wir von Österreich jubeln für den Toni Polster, ja, der restliche Stadion war still. Dann ist 1-1, unsere Mannschaft hat ausgeglichen, Real Madrid, haben wir mit allen gefeiert. Dann hat der Toni das 2-1 geschossen, wir haben allein gefeiert, Ausgleich 2-2, wir haben mit allen gefeiert und da war halt schon so eine gute Stimmung und lustig und dann kam er vor uns zum Einwurf. Und ich stehe auf, hebe meine Hand, winke und sage, Servus Toni. Und er hebt auch seine Hand, schaut drauf, sagt, grüß euch Buben, nimmt den Ball und wirft ein. So haben wir uns kennengelernt. Und dann irgendwann einmal in einem Flugzeug begegnet und haben wir diese Geschichte ausgetauscht und eine Bekanntschaft, eine Freundschaft entwickelt. Ja, das ist ja doch schon eine sehr interessante Geschichte und das haben wir schon. Hat aber nichts mit dem LASK zu tun. Das ist ja egal. Der Toni war einmal beim LASK. Das stimmt. Sie als Ehrenpräsident, also das interessiert uns schon, wie dieser Kontakt zustande gekommen ist. Kommen wir mal dazu, Sie sind ja auch des Öfteren in den LASK-Fanblocks gestanden, daheim wie bei Auswärtsspielen mit Auswärts-Fanbussen mitgefahren. Was waren denn da immer so Ihre Eindrücke und warum hat sich Sie immer so gern zu den LASK-Fans gezogen?
Ja, ich glaube, bei einem Fußballverein ist wichtig, dass man eine gute Mannschaft hat. Und dann ist sehr wichtig, ja, dass man Fans hat und gute Stimmung im Stadion hat. Ja. Und diese Fannähe, weil ich ja selber auch ein Fan bin, war mir immer ganz wichtig. Ja. Und wenn das funktioniert, erfolgreich und gute Stimmung, dann kommen auch die Sponsoren. Ja. Und dann ergibt eins das andere. Und ich bin gerne mitgefahren, weil eines mich immer beeindruckt hat bei Fußballfans, sie geben ihr letztes Hemd für ihren Verein. Es ist unglaublich, was der einzelne Fan aufwendet, ja, aus Liebe zu seinem Verein, aus Liebe zu seinen Schwarz-Weißen. Und das mitzuerleben ist schön, da dabei sein zu können, ist schön. Und ihre Geschichten, ihre Gesänge etc. mitzuhören, ja, man ist ja jetzt nicht ein Teil wirklich von ihnen, aber man darf halt dabei sein, das hat mir viel gegeben, da habe ich viel aufgesaugt, da habe ich viel gelernt und ich habe auch dann in den Auswärtssektoren immer wieder Kinder mitgenommen, damit sie das auch mitbekommen. Ja, es ist schon ein elektrisierendes Gefühl, wenn man da im Block steht und dann fällt das 1-0 oder man gewinnt dann auswärts gegen Rapid zum Beispiel, die ganz großen Spiele, auswärts gegen Sturm Graz. Und das sind dann elektrisierende Gefühle, völlig klar. Aber ich war auch dabei, wie wir nur eine Handvoll waren und da war es nicht Sturm Graz und nicht Rapid der Gegner. Das war dann FC Lustenau, Kufstein, Wörgl und ganz andere. Allerheiligen. Allerheiligen. Ja, ich war zum nächsten Mal Kapfenberg. Ja. Waren wir nicht viele, aber trotzdem haben wir zusammengehalten. Ja, nein, ich war auch in der Regionalliga auswärts schon dabei und habe diese schwierige Zeit mitbekommen, aber das hat auch verbunden. Aber wenn wir teilweise nur 20 Leute auswärts waren und mehr war nicht. Ja, da waren Clubs dabei und da waren Auswärtsfahrten dabei, das war schon legendär. Und jetzt ist natürlich, sind die klassischen. Aber man darf natürlich nie das irgendwie abwertend sagen, weil auch diese Vereine, ja, die stecken auch Herzblut hinein. Die stellen total, die brennen alle für den Verein, egal wo sie sind. Die brennen, die Fans brennen, die Mannschaft, die haben alle dieselben Probleme. Das ist ja selben Spaß, selben Probleme, selben Herausforderungen und so weiter. Aber der Lars ist halt der Lars. Ja, es war zum Beispiel einmal spannend beim Auswärtsspiel in Allerheiligen, Regionalliga Mitte. Der Stadionsprecher, wie der den LASK angekündigt hat, da kommt der große LASK aus Linz, der ehemalige Meister und der Großclub. Und man hat sich ja schon fast gefühlt, dass wie wenn man da von Real Madrid wäre, eine Delegation. Also die waren richtig stolz, gegen den LASK spielen zu dürfen. Das waren auch irgendwie nette Auswärtsfahrten und nette Begegnungen. Und so ist es dem LASK ja immer gegangen, weil er als was Besonderes gesehen wurde. Und auch ich noch in Kärnten war, der LASK wurde immer als was Besonderes gesehen. Und warum hat man sich und warum ich mich überhaupt je für den LASK eingesetzt? Ja? Weil er was Besonderes ist, weil er ein Traditionsclub ist, weil er in Oberösterreich eine Institution ist. Und wenn eine solche Institution in Schwierigkeiten ist, braucht es halt Leute, die sich engagieren, die da sind. Das habe ich halt in zwei Krisenphasen mitgetan. Was ist denn eigentlich die Faszination am LASK? Was macht den LASK aus? Es gibt ja viele große Clubs in Österreich und auch kleinere Clubs, die nicht so klingende Namen haben. Aber wie gesagt, überall steckt Herzblut dahinter. Aber was ist beim LASK die große Faszination? Was macht diesen Club so besonders? Aus welchen Gründen auch immer ist der LASK in ganz Österreich gut bekannt und gewisser Sympathieträger. Möglicherweise, weil er der erste Meister aus einem Bundesland war. Also das zumindest erzählen die Geschichtsbücher, dass das einer der Gründe sein dürfte für ganz Österreich. Und im Land selbst ist es vielleicht, weil er so breit unterstützt wird, ja, weil er Fans im ganzen Land hat. Und weil die Fans auch aus jedem Tal, von jedem Viertel regelmäßig anreisen und angereist sind und auch ihre Stammtische draußen haben für ihren Lars. Die Fans reisen jetzt nicht mehr auf die Google oder auch nicht mehr nach Pasching, wo wir zwischenzeitlich einmal zu Gast waren, sondern in die neue Raiffeisen Arena, heißt sie ja. Und ich möchte mal fragen, was sind Ihre ersten Eindrücke von dieser Arena und gibt es auch ein weinendes Auge, wenn man daran denkt, dass die alte Google, das Oval jetzt weg ist, oder ist einfach nur Freude da über das neue Stadion? Also darüber habe ich noch nie nachgedacht, weil das neue Stadion steht ja auf der Google. Eben. Es hat den Platz eingenommen. Ja, genau. Ich fahre immer noch auf die Google und dort steht ein neues Stadion. Ein faszinierendes Stadion, was uns alle begeistert, wo wir alle gerne hingehen.
und wo ich ganz ehrlich sagen muss, also das für mich herausragendste von der ersten Sekunde war diese schwarz-weiße Wand mit, glaube ich, 4.500 LASK-Fans hinterm Tor. Das ist unfassbar, was da für eine Stimmung abgeht und wie die Akustik auch gut ist in dem Stadion. Das ist unglaublich, ja, unglaublich und ansteckend, mitreißend, gerade das letzte internationale Spiel. Wahnsinn. Kaum zu glauben. Ja, gegen Sergi Loire. Also das war schon gigantisch, was da die schwarz-weiße Wand dann genau. Im Sitzplatz Bereich. Zuerst die schwarz-weiße Wand, halbe, mhm. Ja, und dann im Spiel, wenn man so will, ja. Mit dem Sitzplatzbereich. Das war großartig. Schon gigantisch, was die Fanclubs da auch zustande bekommen, Wahnsinn. Auch mit ihren Choreografien. Und wir auch alle mitmachen. Genau. Alle freuen sich. Du wärst früher aufgestanden, wenn sie gesungen haben, was weiß ich, wenn es der Last Club ist, musst du aufstehen, nicht? Ja. Und dann stehe ich alle auf jetzt. Jetzt ist es jetzt fast selbstverständlich. Dazu, ja. Der da nicht aufsteht, der ist wirklich keiner. Ja, der wird schon sehr krumm angesehen. Was waren denn die drei magischsten Lask-Momente? Das gerade geschilderte war ganz bestimmt ein magischer Moment. Ja, obwohl er noch nicht lange aus ist, er gehört schon zu dem magischen Moment. Der krieg ganz laut ja. Freude, was da passiert ist. Natürlich Real Madrid zu erleben und zu erleben, wie in einem Freundschaftsspiel ist eh klar, aber Real Madrid auf der Kugel gegen Lask, das ist schon großartig. Ja. Und dann zu sehen, wie in der Halbzeit die Spieler, die ausgewechselt wurden, sich Leberkasse einmal holen, ja. Unten auf der Bank, auf der Spielerbank verzehren. Ja. Und natürlich die Aufstiege in die erste, in die oberste Liga, das waren natürlich absolute Highlights, die man sich jahrelang gewünscht hat, ersehnt hat und gar nicht vorstellen hat können. Das war großartig. Und eins noch, beim Vorspiel gegen AS Roma hat unser Bub aus Efering mit einer Eferinger Mannschaft gespielt gegen den großen Lars. Und hat dann so in der zweiten Halbzeit, wo schon relativ viele Leute im Stadion waren, als Knirps, da waren, weiß ich, 12, 13 Jahre alt, ich weiß gar nicht, wie, hat er das mit dem Kopf den Ausgleich geschossen. Das ja, Wahnsinn. Natürlich ein persönliches Highlight. Da ist der Vater dann natürlich stolz, wenn der Sohnemann den Kopf trifft. Haben Sie noch zu Spielern Kontakt? Ich weiß ja zum Beispiel vom Jürgen Kautz, der da, glaube ich, einmal eine Zeit, wie er in den 90er Jahren beim LASK gespielt hat, da bei Ihnen im Schloss gewohnt, soll auch schöne Grüße vom Jürgen ausrichten, weil ich bin ja mit ihm in Kontakt. Und haben Sie nur zu anderen Spielern Kontakt, vielleicht auch zu einem speziellen Sohn dieser Stadt, zum Marco Ragut, den Sie jetzt gerade bei der Austria Wien nicht so gut kennen? Ich habe jetzt, ohne viele Namen zu nennen, immer wieder begegne ich Lastspieler, ehemalige oder aktuelle Lastspieler. Die ganz neuen, die kenne ich nicht mehr persönlich, aber ich kenne noch viele, begegne immer wieder welche, wo ich einen relativ guten Austausch und auch eine Freundschaft habe, ist mit dem Ivica Vastic und auch mit seiner Frau und mit seinen Kindern. Und ja, die zwei Eferinger, den Stefan Haudum, der beim Blas gespielt hat, viele Jahre, und den Marco Ragusch, ja, kenne ich, begegne ich jetzt seltener, und der Marco ist ja jetzt auch wenig da, dem Vater begegne ich laufend, auch dem Vater von Stefan und dem Marco kann ich nur wünschen, dass er seine gesundheitlichen Probleme bald wieder in den Griff bekommt. Ja, es ist ein langer, mühsamer Weg, aber er war doch eine schillernde Figur für uns Eferinger, aber für den Lask, und er hatte schon ein großes Potenzial für die Zukunft, und hoffen wir, dass es... Hoffentlich wird es noch was, auch wenn er jetzt ein Veilchen ist, aber wir wünschen ihm von dieser Stelle natürlich... dass die Gesundheit voranschreitet und dass er irgendwann wieder mal auf dem Rasen steht und Tore macht, natürlich nicht gegen den Lask. Nicht gegen den Lask, aber hier ganz ehrlich, im Fall von Marco Ragutz geht es überhaupt nicht darum, wo er jetzt ist. Es geht um Marco Ragutz. Wir haben eine gute Zeit mit ihm verbracht beim Lask und es geht ihm einfach nicht gut. Und genau. Wir wünschen ihm beste Gesundheit. Alles Gute. Und dass er auf die Beine kommt. Genau so ist es. Wir zeichnen heute am 27. November dieses Interview. Wir werden es ja erst zeitversetzt dann online stellen, wenn es ihr gerade jetzt seht. Und wir haben in 4 Tagen das große Auswärtsspiel auf der Insel an der Anfield Road gegen den FC Liverpool, gegen die Jungs vom Jürgen Klopp.
Ja, wir stehen ein bisschen unter Druck in dieser Gruppe, weil überraschenderweise Toulouse Liverpool geschlagen hat. Was ist der große Tipp? Wir wissen es ja, ihr wisst es ja schon, wie das Spiel ausgegangen ist. Lieber Georg Starnberg, was tippst du? Was wird der LASK auf der Insel mitnehmen? Oder nimm dir was mit? Ich kann es wirklich nicht beantworten. Ich bin ganz schlecht beim Tippen. Ja. Ich halte die Daumen von der ersten bis zur letzten Minute. Ich nehme mal an, dass das ein überwältigendes Erlebnis sein wird für die Mannschaft, für den LASK, für alle Angehörigen oder Zugehörigen zum LASK, für die ganzen Fans. Das wird unvergesslich sein, das hat man sich Jahrzehnte nicht vorstellen können, dass es dazu kommt. Vermutlich wird es schwierig, wenn wir ein Pünktchen auf welche Art und Weise auch immer mitnehmen, wäre das wahrscheinlich schon ein sehr großer Erfolg. Aber die sind natürlich eine Heimmacht und sowieso eine der großen Mannschaften. Ja, natürlich. Also der LASK muss Liverpool durchaus ernst nehmen. Der LASK muss Liverpool ernst nehmen. Der große LASK muss Liverpool ernst nehmen. Und schauen wir, aber das ist ja immer wieder im Fußball so, dass es ganz große Überraschungen gibt. Sicher. Und hoffen wir, dass es so wird, so sein wird. Genau. So, und dann habe ich noch ganz was Wichtiges. 65 waren wir Meister und das ist viel zu lang her. Linz ist wieder hungrig, Linz will wieder mehr. Wann bekommt Linz einen Titel? Den Titel, auf den alle schon so lange, die Fans so lange warten. Ja, das kann man nicht beantworten, aber so wie es heuer ausschaut, ist es etwas ausgeglichener in der Meisterschaft. Zum jetzigen Zeitpunkt der Meisterschaft ist es etwas ausgeglichener und es schaut so aus, dass da Chancen bestehen, vorne anzuklopfen. Man ist ja eh ganz dabei, aber auch ganz vorne anzuklopfen. Kann schon sein, dass in der Saison was möglich ist, aber da gehört auch viel Glück dazu, im richtigen Moment das Glück dazu. Und schauen wir mal, aber es ist spannend, es ist interessant und behalten wir dann. Vielleicht ist das Jahr soweit, 2024 dann, dass wir 65 wiederholen. Schauen wir würden uns alle wünschen. Herr Starnberg, zum Abschluss, haben Sie noch Worte an die schwarz-weiße Fangemeinde, was Sie dem Publikum noch sagen möchten? Ja, ihr habt es eh mitbekommen. Das, was die Fans rund um den LASK leisten, was sie Woche für ihren Club leisten, diese Art und Weise, wie sie sich für den Club einbringen und ihr letztes Hemd für den Club geben, bewundere ich zutiefst und ich wünsche mir, für uns alle, dass das so weitergeht und den Funktionären, den Gesellschaftern, den Fanclubs, allen, den Sponsoren, allen wünsche ich, dass die Rechnung weiterhin aufgeht, weil es ist viel gelungen in den letzten Jahren und möge es sich so weiterentwickeln und ich danke jedem Einzelnen an seiner Stelle für das, was er geleistet hat, was er bewirkt hat und damit der LASK so weit kommen konnte, wie er jetzt schon ist und schau mal, was das nächste Jahr bringt. Auch wenn Sie gesagt haben, dass die Titel nicht mehr genannt werden sollten, Herr Fürst Starnberg, danke für das Interview. Danke auch für immer. Mich gefreut, dass ihr da wart und ja, ich hoffe, es findet Interesse. Ja, natürlich, ich gehe auch davon aus, dass es hoffentlich Interesse findet. Liebe LASK-Fans, liebe Freunde von seit 1908, ich bedanke mich für euer Interesse. Teilt das Video mit euren Freunden, schickt es weiter. Schwarz-weiße Grüße, euer Reini. Alles Gute. Ja, wiederschauen. Danke.